der war ein bisschen nah dran. Hey Leute, willkommen zurück zu Zombie Army 4 Dead War Aberdeen Asylum. So, ganz kurze Info vorweg. Punktestand, Items und so weiter könnten anders sein als in der letzten Folge. Das liegt daran, dass nach einem riesigen Update mein Safe-Game weg war. Ich musste also Aberdeen Asylum nochmal bis hierhin zocken und es kann sein, dass irgendwas anders ist. So, wir sind stehen geblieben bei dem Ding. Wie gesagt, ich habe es nur bis hierhin wieder gezockt. Was jetzt kommt, keine Ahnung. Deswegen placen wir das Ding und... Ah, müssen es noch aktivieren. Alles klar. Ja, ich rechne schon damit, dass hier richtig hart was abgeht. Aber wir sind hier immer noch... Der Dämon Bill Overbeck. Wow, die Zündschnur geht aber ultra schnell vorwärts. Wahnsinn. Ja, okay. So haben wir wenigstens Zeit, hier runter zu rennen und den Zombie zu töten. Es ist also wieder so ein Überlebe, bis es explodiert Ding. Und irgendwie sehen die anders aus. Oder kommt mir das nur so vor? Es sind auf jeden Fall nicht gerade wenige. Ja, warte. Gleich grenaden. Gar nicht lange fackeln. Gleich rein grenaden. Fertig werden. Das sind ja nur normale Dudes. Das wir chillen uns hier irgendwo in der Ecke und aktivieren den. Wie effektiv ist das? Okay, können hier noch Propeller? Brachte nichts. Okay. Ah, Sniper-Dude. Hammen. Bleib stehen. Oder bleib tot. Bleib tot ist natürlich sinnvoller. Hä? Was macht der Sniper hier unten? Was ist los mit ihm? Warum bin ich so langsam? Überlebt. Steht jetzt über dem Questmarker. Ah ja. Steht über dem Questmarker. Ja, warte mal. Können wir die irgendwie sinnvoll grenaden irgendwen? Ja, die. Das geht gut. Da oben. Oder auch nicht da oben. Also ich hätte gar nicht... Could it be? Why, yes. I feel my binds loosen. It was only a matter of time. It was inevitable. My works, my sigils. You trifle with things you do not understand. Whose voice is that? If you're heading to the asylum, that's who you're here to see. I don't think so. And if he can, does he sound like the sort of person who would listen? Okay. Wer ist dieser Baron? Und vor allen Dingen hätten wir die gar nicht killen brauchen. Wir hätten ganz gechillt einfach nur rumrennen können. Und es sind alle automatisch gestorben, wenn das Ding auseinanderbröckelt. Okay. Ja, und wie letztes Mal, was ja noch kommen wird, die kompletten Sammelobjekte kommen als extra Video, quasi als eine Art Lösung, irgendwann
wenn wir diese Season durch haben. Hä? Kommen die in endlos oder kann ich hier einfach doch alle killen? Ja, wir können zumindest versuchen, alle umzunieten, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Hey, der zuckt noch. Der nicht mehr. Ich glaube, die kommen mal nicht endlos, ja? Ja, vielleicht ja auch doch. So. Das müssen wir jetzt noch wie oft machen? Noch viermal, fünfmal oder? Oder wie oft? Ja, wir gehen einfach zum nächsten Siegel. Werden dann mal gucken, was wir da machen müssen. Wahrscheinlich dasselbe nochmal. Würde ich vermuten. Vielleicht auch nicht. Wäre schon ganz cool, wenn es bei jedem dieser Dinger unterschiedlich wäre. Hör doch auf, hier mir anzudingsen, Alter. So. Hängt mit dem Unkraut. Ich kann so eine MG mitnehmen, ne? Aber lohnt sich das? Oh, müssen da sowieso hin. The Nazis occupied the asylum during the war. Then built the checkpoint. It wasn't long before people started disappearing. Everything we know about this cult would suggest that they had that plan in mind long before the war started. That's more like it. Okay, hat also den Sprengstoff hier irgendwo in die Nähe gepackt. Okay, hier ist ein Dokument, das nehmen wir ein andermal mit. Wie gesagt, extra Video. Was bewirkt das hier? Oh, es öffnet ein Safe, ja. Was haben wir da drin? Lass mich doch mal in Ruhe das Zeug hier einsammeln, Mann. So, was war das jetzt eben? Göttliche Erweiterung. Okay, nehmen wir. Das ist nicht so das Beste, aber besser als nichts. Okay, einer ist da oben. Den haben wir eben schon gesehen. So, können wir erstmal da oben den Riss abschalten. Ja, scheint wirklich überall das Gleiche zu sein. Aber hier sind 5000 MGs. Suicide. Das dann bin ich ein bisschen einfach. Naja, gut. Nein, für mich natürlich nicht, weil ich bin ja hier derjenige. Hi. Was geht denn? So, wohin? Wo ist der nächste? Get the blast charge. Oh, Medipack. Boah, nichts. Oh ja. Warte mal. Wenn ich gesagt, hier ist die. Yep, ah. That'll do it. Ja, okay. Na, hier ist doch schon der nächste Riss. Und jetzt zerblastern wir also das nächste Teil hier, ja? Oh. Oh! Oh, es war nicht gut, ich bin gleich tot. Shit. Will ich jetzt ein Medipack verballern? Ja, will ich. Wir haben ja mehr als genug. Gib mir her, so ein Ding. So, du hast liegen, du Lappen. Genauso aus dem Weg. Ammo depleted. Wie? Hä? Ich wollte einen Takedown machen, nicht das Ding platzieren. Hallo, Takedown. Achso, Takedown ist gar nicht fertig. Ich Blitzmerker. Ja, das war extremst intelligent. Kann ich auch hier hoch? Ja.
Got a detonator. So, dann nehmen wir uns hier Good Old MG. Da wollen wir hier mal ein bisschen umdekorieren, ne? Hat er gerade Mumu gesagt? Ja, in der MG regeln wir hier schon. Der MG macht das, gar kein Problem. Oh, vorhin kam keines, jetzt Mörder. Die kam vorhin nicht. Oh, shit. Oh, fuck. Der war ein bisschen nah dran. Aber was soll's? Oh. Not this time. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Clearing the area. Das ist alles andere als gut. Bleib liegen, nur Lappen. Suicider down. So genau so. Wir aktivieren das Ding da. Und ah, fuck. Jetzt brauche ich aber ganz schnell ein Medipack. Oh, gib mir ein Takedown, du Lappen. Oh, ich muss durch. Deswegen kamen auch so viele von den Trotteldingern. Okay. Suicider. Wo denn? Alles klar. Das ist eine Grenade? Ja, da war eine Grenade. Die blinkt eine Munter vor sich hin. Kommen dir die ganzen Grenades her. Mit den nächsten Original Exploder. Oh, wo ist denn der Exploder? Okay. P03. We got them all. Another shackle unbinds. The pendulum of fate swings once again in my favor. I do not care if you can hear me. I will endure. Okay. Shackles? If that is the Baron, is he imprisoned? You mean you don't know? Be very careful what you're getting into here. I don't think he can hear us. Perhaps we will find out soon. His voice cut off with a burst of occult energy. He didn't lose connection. It's more like he was broken. If you'd rather go it alone, I can respect that. Is there anything we can bring you to say thanks? I got the supplies to last me 10 years down here. Do you need anything? Darf ich jetzt auch? Ah, cool. Ja, anscheinend befreien wir diesen Baron gerade. Dass jetzt so eine gute Idee ist, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Und wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will? Sehe ich hier außen rum? Ah ja. Ja, okay. Oder wird der Baron so eine Art Endgegner? Ach, da lebt noch. Also Leben im Sinne von Untot herumkrebsen. What? A magic net? This is a nightmare.
Im Haus im Obergeschoss. Okay. Also die anderen Dudes labern verdammt viel, dass ich gar nicht selber dazu komme, aber... Okay. Explosives located. Oh. Nehmen besser die Brand... Hallo? Nimmst du jetzt die Brand mit? Aha. Okay, das... Ah, hier. Da haben wir Dokumente, die nehmen wir natürlich ein andermal mit. Wie gesagt, da gibt es ein extra Video drüber. Wo hier was ist, alle Sammelobjekte und so weiter. Müssen wir also erstmal wieder zwei Risse finden. Und die letzten Male. Oh, diesmal gar nicht um die Ecke. Das ist. Das schaff sogar ich noch. Ja, gerade so eben. Die guten alten Krebsmenschen dürfen ja nicht fehlen. Okay, Waffenfokus sei Dank. Schnell weggemäht. Hey. Okay, next Wiss. Next Wiss ist hinten. Wo denn? Ah. Da. Und ja, Nachzügler, ja? Ja. Auch für dich haben wir ein bisschen Munition übrig. Aber nur ein bisschen. Sag mal da, Comic. Okay. So ein bisschen MP-Muni wäre jetzt auch ganz cool. Ich nehme auch gern was anderes. Wo denn? Ach da. Bis jetzt bin ich auch noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lassen sollte. Mit dem Perk auf Fernkampf. Aber jetzt gefühlt kriege ich insgesamt mehr Schaden als vorher. Wenn man dann mal so die Gegner durchsprinten muss. Aber ich denke, dass es trotzdem gar nicht verkehrt ist, das so zu machen. Das wollte ich gar nicht zerstören. Verdammt. Das hätte man noch gebrauchen können. Das hätte man eindeutig noch gebrauchen können. Boah, was war das für ein Hardcore-Stuntman? So, wo war hier eine Munitionskiste? Na, hier oben, ne? War die hier? War die hier? Wenn ich mich... Ja. Okay. Ist noch was Sinnvolleres drin? Oh, okay. Ja, geht so. Bleibst du tot? Ich sorge dafür, dass er tot bleibt. So fair wollen wir ja dann doch sein. Wo ist ein... Ah ja. Okay. Brauchen wir aber nicht. Sondern eine andere Waffe. Ach nö, ich bleib da doch bei der MP. Ach, jetzt kommen die Krebses wieder zu. So, da und Krebsis. Was kommt da noch alles? Ja, warte. Die kommen gut von der einen Seite nur an. Gleich Grenaden. Du halt die Luft an. Komm, alle nur von... Oh, yeah. Gleich, next one. Gleich noch eine rein. Ich hätte mir die für die andere Seite aufheben sollen. Aber okay, kann man ja vorher nicht wissen. Was da noch so kommt, woher auch. Ja, okay, gleich Grenaden.
gar nicht lange fackeln. Ich muss immer noch überleben, bis das Ding explodiert, richtig? So viel ich weiß, ja. Oh. Ah, explodier doch. Explodier doch, komm, gib mir Takedown Munition. Ah, lass mich durch. Ich hab auch keine Granaten mehr, nichts. Okay, okay, aber hier kann ich hin. Hier kann ich auf jeden Fall hin. Okay. That should be the last. Again. It is exquisite to watch the power of creation turn to sand and fall from your grasp. Unless, could it be? Is it being taken from you? Has your lack of foresight weakened you, Pearl? Ah, ja. It definitely sounds like he is held there against his will. But by the cultists? None of this sounds like a good idea to me. Are you sure you know what you're doing? Well, the enemy of my enemy, as they say. Alpha Squad, keep going. Keep going, ja, wir werden so hart going, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich da hochkomme. Muss ich da wieder außen rum? Kann ich hier nicht mittendurch? Oh, okay, scheinbar doch. Also drei Siegel haben wir, fehlen noch zwei, ne? Darf ich jetzt auch wieder was sagen? Cool. So. Das sind keine normalen Aqua Boys gewesen. Die werfen irgendwie Blut oder so. Okay. Und ob wir jetzt den Typen, wenn wir den jetzt befreien, ob der wirklich auf unserer Seite dann ist? Wir sollen die Maschine hier auch zerstören. Das ist ja im Endeffekt das mit dem Siegel. Das sollten wir hinkriegen. Wo ist denn der erste Riss? Ach, der erste Riss ist schon gleich hier vorne. Den werden wir natürlich aktivieren, aber erst beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao.